Hallo und herzlich willkommen zur Review-Woche und dem dritten Produkt, das ich heute vorstelle. Du findest die komplette Review-Woche unter dem i in einem Ordner. Da gibt es noch einen zweiten Ordner von meiner ersten Review-Woche. Vielleicht hast du da ja mal Bock reinzuschauen. Hier gibt es jeden Tag um 20 Uhr ein neues Video, falls du zeitgleich guckst. Aber du findest natürlich alles auch im Ordner. Und heute soll es um ein Shampoo gehen. Und Shampoos, das ist ja immer so eine Sache. Das ist sehr individuell, ne? Also das hängt sehr davon ab, was für eine Kopfhaut du hast und was für ein Haartyp du bist. Bei dem einen funktioniert es, bei dem anderen funktioniert es nicht. Ich bin, was dieses Produkt hier betrifft, sehr, 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 sehr kritisch. Aber es macht auch einen guten Job, muss man an der Stelle schon sagen. Isana ist die Eigenmarke von Rossmann, wer das nicht weiß. Und für einen kleinen Preis kriegt man hier ein recht solides Shampoo. Es ist mild parfümiert. Aber wie auch bei der Hautpflege ist es einfach, was Duftstoffe betrifft, kontraproduktiv, wenn du Duftstoffe verwendest. Und wie ich, feine Haare hast beispielsweise und eine schnell fettende Kopfhaut. Da triggert natürlich der Duftstoff auch. Obwohl man hier ein Rinse-Off-Produkt hat und Rinse-Off bedeutet, du wäschst es wieder runter. Da ist es nicht so schlimm wie jetzt beispielsweise bei der Skincare, wo du die Skincare auf dem Gesicht lässt. Nicht ganz so wild, ne? Aber ich muss hier wirklich sagen, es ist zwar mild parfümiert, aber der Duftstoff ist halt schon... Also ich mag den Duft gar nicht. Und es ist halt auch ein bisschen schwierig. Ich bin halt jemand, der inzwischen nur gezielt Duftstoff einsetzt in Form von einem Parfum. Und wenn ich Duft in den Haaren haben möchte, dann kriegen meine Haare halt auch ein bisschen Parfum ab, indem ich das Parfum in die Luft sprühe und dann das halt auf meine Haare runterrieseln lasse. Denn dann habe ich einen Duft in den Haaren, den ich da auch drin haben möchte und nicht etwas, was mir vom Duft her gar nicht gefällt. Wir haben hier ein durchsichtiges Shampoo. Das Shampoo funktioniert super, muss ich an der Stelle auch sagen. Aber es macht für mich keinen anderen Job, wie jetzt irgendwie ein anderes Shampoo, was ich schon habe. Ne? Von dem her, diese Volumen- und Ceramid-Geschichte, weil ich sehe es nur mal so, wenn du was mit Ceramiden dir auf die Kopfhaut gibst, dann sollte das nach Möglichkeiten da auch drauf bleiben und da auch einwirken können in Form von einem, hier so einem Tonikum. Das habe ich ja auch am Anfang der Woche vorgestellt. Du guckst einfach in den Ordner mal rein. Und da sehe ich halt einfach mehr den Sinn dahinter, dass man es halt einfach in einem extra Produkt auf die Kopfhaut aufträgt. Nichtsdestotrotz hat es mich trotzdem interessiert, ob ich damit klarkomme, denn ich habe schwierige Haare, ich habe eine schwierige Kopfhaut. Ich habe viele Haare, aber ich habe feine Haare und die wollen ab und zu halt wirklich mal gut durchgewaschen werden. Und Pflegestoffe jeglicher Art, sei es in einem Shampoo oder in einer Spülung, beschweren meine Haare so sehr, dass ich fast jeden Tag meine Haare waschen müsste. Und da habe ich halt nicht so eine mega Lust drauf, zumal ich ja auch schon erzählt habe, dass das kontraproduktiv ist, weil je mehr du deine Kopfhaut auslaugst, desto mehr fettet sie nach. Aber mit dem Shampoo komme ich unwahrscheinlich gut zurecht. Meine Haare halten lange durch. Man muss aber an der Stelle auch sagen, ich gebe zum einen das noch auf die Kopfhaut. Das ist das Age Performance Serum von Isana. Und ich mache das Produkt von Salthaus natürlich auch noch leer. Ne, also beide Produkte befördern Feuchtigkeit bei mir auf die Kopfhaut. Denn das ist der Übeltäter, warum deine Haare so schnell nachfetten. Ne, also wenn du selbst merkst bei dir, oh, meine Kopfhaut fettet unwahrscheinlich nach, ich muss jeden Tag die Haare waschen. Das ist scheiße für die Kopfhaut. Das ist wirklich kontraproduktiv. Ich habe mal von der Friseurin den Tipp bekommen, wenn einem das so ein bisschen zu stark ist, eine extra Shampooflasche zu nehmen und das schon mal mit Wasser so ein bisschen zu vermischen und dann damit die Haare zu waschen, dann ist es ein bisschen verdünnter. Ich komme damit zurecht, bei mir passt das und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das meine Kopfhaut austrocknet. Denn in der Kombination mit den anderen Produkten, die ich euch ja schon gezeigt habe, ist es ein tolles Produkt und ich bekomme vor allem auch so
die ganzen Rückstände, die ich halt eben auf der Kopfhaut habe, sei es von der Heilerde, die ich verwende, oder eben, ich wasche halt nur alle 5 Tage, was da halt dann so an Rückständen auf der Kopfhaut übrig bleibt, funktioniert auf jeden Fall, gell? Also ich würde trotzdem nicht mehr nachkaufen, weil ich sehe da einfach keinen Unterschied, wie beispielsweise zu dem Balea-Shampoo, das ich sonst verwende, oder das von Isana ohne Duftstoffe. Da sehe ich halt einfach keinen Unterschied. Also das macht jetzt nicht einfach mehr Volumen rein, denn wo halt kein Volumen ist, wird auch mit einem Shampoo kein Volumen reinkommen. Das muss uns halt einfach klar sein. Nichtsdestotrotz ist das ein Shampoo, das unwahrscheinlich gut reinigt. Ich kann mir aber vorstellen, wenn jemand halt wirklich empfindlich ist und eine empfindliche Kopfhaut hat, dann kann dieser Duftstoff in dem Produkt schon störend sein. Guck mal daher genau deine Haarpflegeprodukte an, sind die stark beduftet? Und guck mal, ob du nicht ein Produkt irgendwie mit einem Produkt ersetzen kannst, was keine Duftstoffe hat. Und einfach mal zu gucken, wo ist da der Unterschied. Aber gib deinen Haaren da ein bisschen Zeit. Und für mich ist es halt ganz gut, weil ab und zu ist es halt nun mal so, dass man schon das Shampoo mal abwechseln sollte. Oder so ist es zumindest bei mir. Damit kommt die Kopfhaut bei mir am allerbesten zurecht. Nur diese Ceramid- und Volumengeschichte ist halt eine schöne Werbung. Und ich fand es auch echt ansprechend. Aber es macht halt nichts anderes wie jegliches andere Shampoo, was da im Regal steht auch. Nur dass es halt schön lila glänzt und ein neues Produkt ist und ohne Mikroplastik ist. Das ist halt auch bei Haarpflegeprodukten halt immer so eine Sache. Ne? Also da muss man schon immer noch drauf achten, da nahezu jeder Haarspray, der so auf dem Markt ist, aus ein paar Einzelfälle eben Plastik enthalten. Kennst du das Produkt schon? Hast du andere Erfahrungen mit dem Produkt gemacht? Findest du es vielleicht richtig kacke? Schreib das gerne mal unten in die Kommentare. Schreib, was für ein Haartyp du bist. Schreib, wie dick deine Haare sind und wie du einfach mit dem Produkt auch zurechtgekommen bist. Ich sag danke fürs Einschalten. Morgen geht's natürlich weiter mit einem neuen Video. Ich verlinke dir am Ende noch 2 Videos und du guckst auf jeden Fall mal in die Playlist rein. Ich sag danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.